guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schmutzig? Nein, alles gut. Ja, Hallöchen, heute ist Montag und ich sitze im Büro, wie ihr sehen könnt. Ich bearbeite nämlich gerade das Video vom Muttertag. Der Papa hat es nämlich vorhin in der Früh schon geschnitten. Und abgesehen davon muss ich mir einen Frauenarzttermin ausmachen. Oh mein Gott. Ich bin eh gespannt, wie das ablaufen wird. Auch ich hatte ja seit Corona eigentlich gar keine Außentermine mehr. Also gar nichts, gar keine Arzttermine. Der einzige, der beim Arzt war, war immer der Papa, der irgendwelche Leiden gehabt hat. Und ja, schauen wir mal, wie das abläuft. Ja, ich brauche einen Frauenarzttermin. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, in welcher Woche ich bin. Es könnten, also laut Internetberechnungs-Apps, kann es die dritte sein oder die fünfte. Oder ja, ich habe nicht so einen regelmäßigen Zyklus, deswegen kann ich es laut dem Zyklus zwar berechnen, aber ob der stimmt, weiß ich nicht. Und es ist ja auch so, dass ich alle meine anderen Kinder, die anderen vier, da wurde die Schwangerschaftswoche auch immer nach der Größe des Embryos berechnet. Also der Frauenarzt misst das dann irgendwie so ab und sagt dann, aha, sie sind in der Woche, weil ich halt keine regelmäßige Regel habe. Also, wie soll ich es erklären? Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Schwangerschaftsupdate bei Luisa damals erklärt. Es ist so, dass ich, wie soll ich sagen, meine Mama hat das auch, meine Oma hat das auch, wir haben nie regelmäßig die Tage, aber man ist trotzdem fruchtbar in dieser Periode. Es nennt sich irgendwie durchsichtige Tage oder so, also da ist zwar ein Eisprung, aber es kommt kein Blut, okay. Sorry für diese genaue Bezeichnung, aber ja, das deswegen weiß man es dann meistens nicht so genau. Also ich merke es mittlerweile schon ein bisschen. Ja, egal, langes Thema. Ja, aber ich brauche, wie gesagt, einen Frauenarzttermin und ich muss der Luisa jetzt ihren Zahnarzttermin machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich habe euch ja erzählt, also die Zahnärzte, ich war mit der Luisa beim Zahnarzt, weil mir irgendein dunkler Fleck beim Backenzahn aufgefallen ist, als wir so gespielt haben und sie gekitzelt hat und sie so kopfüber quasi nach unten gehangen ist. Habe ich gesehen, dass sie halt irgendeinen Fleck da beim Zahn hat. Und dann zuerst habe ich gedacht, es ist eine Schokolade. Dann habe ich nochmal beim Zähneputzen drüber geschaut, genauer. Und es ist leider, also Karies, also die Zahnärztin hat es bestätigt. Und sie meint halt, dass man das beheben muss. Und ich habe so einen Zahnarzttermin damals gehabt, vor Corona, wo die Lara auch schon war. Weil ihr habt ihr gesehen, die Lara hat vorne keine schnellen Zähne. Die wurden damals auch in Narkose entfernt, weil bei so kleinen Kindern kann man keine Betäubungsspritze geben und dann so herumtun. Das würden die Kinder einfach traumatisieren und die Luisa ist einfach viel zu klein, um eine normale Karies zu behandeln. Deswegen müssen wir in seine, in seine spezielle Klinik für kleine Kinder oder für behinderte Kinder. Die werden dort behandelt, weil die müssen meistens dann in Narkose gesetzt werden. Das ist so eine ganz kleine Narkose, über eine halbe Stunde maximal, halbe oder Stunde ungefähr. Und dann wird das behandelt. Ja, das muss ich noch machen. Ich hatte zwar einen Termin, aber der wurde natürlich wegen Corona abgesagt. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch nachholen. Ja, das muss ich auf jeden Fall jetzt machen. Termine und das Video fertig bearbeiten. Die Kinder sind auch schon alle wach und da werden wir jetzt dann gleich frühstücken. Und ja, ich nehme euch dann auch heute wieder durch den Tag mit. Zum Friseur muss ich auch gehen. Ich meine, schaut euch das an. Die Haare sind ein bisschen struppig da unten. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen Spitzen schneiden. Man sieht ja auch, dass die immer heller werden und so. Ich glaube, ungefähr ab hier habe ich noch so blonde Haare. Wahrscheinlich. Ja, hier sieht man da so meine Naturhaarfarbe und hier so noch, und diese Spitzen müssen auf jeden Fall geschnitten werden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zum Friseur gehen soll oder ob der Papa mir schnell die Spitzen schneidet. Und wir müssen auf jeden Fall auch kurz los, weil ich habe gedacht, die sind schon wach. Okay, die Kinder sind doch nicht. Hallo Babe, außer die Luisa ist nämlich schon Babygirl. So, ich habe jetzt die Kinder, also die Kinder waren eigentlich schon wach, der Papa so, die Kinder sind nicht wach, aber waren eigentlich eh alle wach. Und ich habe mir gedacht, ich habe euch ja gar nicht, also noch gar nicht hier auf YouTube, meinen Girly To-Do Planner gezeigt. Den habe ich ja eh schon länger jetzt zu Hause bekommen, weil ich habe ihn ja designt. Ich habe ein Community-Posting gemacht auf YouTube, vielleicht habt ihr das gesehen,
Falls nicht, ja, das ist der Girly Planner. Also der ist speziell für kleine, fleißige Mädels. Und zwar seht ihr, dass hier so eine To-Do-Liste ist. Dann steht hier, erledige ich heute. Dann kann man hier aufschreiben, was man zu tun hat. Sowas wie Zimmer aufräumen, zum Turnen gehen oder was auch immer man so alles zu tun hat. Dann hat man hier Platz für die Hausaufgaben. Hier schreibt man das Datum hin. Hier ist so ein Tracker, wie viel man getrunken hat heute. Dann kann man dann so ein Glas ausmalen. Dann habe ich hier auch so einen Mood-Tracker, wo man die Emojis ausmalen kann, wie man sich heute fühlt. Glücklich, verliebt, kotzübel und so weiter. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Platz für Notizen. Und den habe ich zusammen mit der Michelle gemacht. Also die Michelle hat mir hierbei geholfen und hat mir ja gesagt, was cool ausschaut, was nicht so cool ausschaut. Und den gibt es in meinem Online-Shop. Der Online-Shop von mir ist immer unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr auch so einen haben wollt, es gibt ihn auch im Set mit so einem Kugelschreiber, also mit so einem Diamant-Kugelschreiber, der ganz schön funkelt. Und ja, wenn ihr auch so einen haben wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Unten in der Infobox ist mein Online-Shop, eigentlich super einfach. www.dianadiamanta.at, das ist er schon. Und es gibt dort auch schon Merch, also Anziehklamotten. Und zwar Hoodies, T-Shirts, Tassen, so Flaschen, wie heißen die? Wie fällt der Name? Thermoflaschen, Rucksäcke, die mega süß sind, richtig coole T-Shirts mit Marmboss, mit den Diamanten, also richtig, richtig cool. Alles unten in der Infobox verlinkt. Leider habe ich selber diese Produkte noch nicht zu Hause, um sie euch zu zeigen, aber das folgt bald. Da wird es ein spezielles Video geben, dann werde ich das euch alles zeigen und ich bin schon mega gespannt, wie ihr das findet. Und der Online-Shop, vor allem mit Merch, wird noch ausgebaut. Das heißt, da werden jetzt immer ständig neue Produkte reinkommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch das gefällt. Ich habe euch ja gesagt, bei mir ist jeden Tag Muttertag. Ich kriege immer so ein perfektes Frühstück von Papa, oder? Danke für das Frühstück, Papa. Du bist the best. Video schneiden am Morgen, danach noch Frühstück machen. Sehr gut. Ich habe gerade der Lara die Haare gebürstet und schaut, was ich gesehen habe. Die Lara hat sich einfach beinahe die Haare selber geschnitten. Hier. Und wo noch? Vorne? Doch, ich glaube, vorne habe ich irgendwas gesehen, oder? Da. Hast du vorhin die Haare geschnitten? Also das, was man da so sieht, das sind Babyhaare. Gell, das sind Babyhaare, die da so kommen. Aber vorne hast du... Du hast vorne auch geschnitten, oder? Du hast doch ein bisschen was von vorne geschnitten, stimmt's? Hier, oder? Was wurde? Hier. Was wurde? Hier hast du geschnitten. Hier, oder? Und hier? Wo noch? Wo noch? Oh nein, Lala. Mit diesen Haaren. Ja, hast du das geschnitten, oder? Kleine Babymaus. Sonst wo? Ja, Gott sei Dank wachsen Haare nach, aber das darfst du nicht mehr machen. Schau dir mal an, das hat, wie das hier ausschaut. Ja, das da, warte. Siehst du, wie schaut das hier aus? Lara, vielleicht schneidest du meine Haare auch, weil die schauen heute extrem wuschig aus. Schneidest du meine Haare? Die Lara lacht gleich. Wieder, willst du die Zuschauer ärgern? Wir müssen ja noch los, habe ich euch das schon gesagt? Ein paar Sachen kaufen zum Anziehen. Wir brauchen nämlich ein paar Unterhosen für die Mädels und für mich. Und ein, zwei Shirts für den Papa. Bei dem Papa passt nichts mehr. Nicht mehr Haare schneiden. Erstes Mal G3 seit Corona, seit Corinna. Wir sind jetzt kurz hier im H&M und kaufen schnell Unterhosen für die Mädels. Ich habe meine schwarze Maske zu Hause vergessen. Ich hatte noch so eine. Ja. Und schon so gefährlich, das würde man gleich irgendwas ausrauben, oder? Und vielleicht gehe ich noch schnell Spitzen schneiden, weil diese Haare ertrage ich heute überhaupt nicht. Wir sind jetzt kurz im Jack and Jones, weil wir ein paar T-Shirts für den Papa brauchen. Der hat nämlich nichts mehr zum Anziehen.
Corona-Timer. Und, wie schaut's aus? Das ist ein Bauchteil. Zeig. Hab ich dazu genau nicht. Das schaut so gut aus. Soll ich eine XL schauen? Na, das ist jetzt so. Ja. So, meine, die müssen schon länger zu Hause. Ich habe jetzt nur schnell die Luisa ein bisschen schlafen gelegt. Meine Liebe. Soll ich dir mal den Patrick zeigen? Zeig mir mal den Patrick. Und der Papa hat heute eine Tomatensuppe gekocht. Und ich bin die Letzte, die sie isst, weil die Familie ist schon fertig. Ja, Papa? What are you doing? Ich habe was auf Spuck aufgeladen. Ah. Spuck! Und die verkaufen was. Die Luisa ist auch noch nicht, weil die Luisa ja schläft. Mr. Quick. Oh, schaut mal, das ist der kleine Patrick. Mr. Quick, der Patrick. Der schaut sich sehr ähnlich. Der Patrick schaut nicht der Quick aus. Oh, schön. Warte. Der Patrick ist ein Baby hier. Mhm. Und schaust du dem Patrick sehr ähnlich? Mhm. Wie alt war der Patrick da? Soll ich dir mal zeigen, was der Papa meine Macht hat? Du schaust aus wie kleiner Patrick, oder? Sheila! Sheila, das ist unsere Hündin, die gestorben ist. Papa, kann ich noch an Sheila erinnern? Haben wir ihr Halsband noch? Papa, kann ich noch an Sheila erinnern? Sicher, ich kann sie vergessen. Nein, wir haben ihr das Halsband um den Hals gelassen. Ja. Ist die Halsband gestorben? Ja, du hast nicht gegessen. Schau mal. Na, wer ist diese kleine Mausi? Lali! Lala! Oh Gott, der Dutsch schaut aus, als hätte ich einen Ball am Kopf. Ja, ich kann mit Suppe nichts anfangen. Also ich bin jetzt nicht so dieser Suppenmensch. Und mich macht so Flüssigkeit irgendwie nicht satt. Ich kann es jetzt auch nicht fertig essen. Deswegen mache ich mir jetzt noch so ein Sandwich mit Toast und Käse und ein bisschen Schinken. Und werde mich dann ein bisschen hinlegen, weil ich bin so müde. Werde mich dann gemütlich zu meiner Luisa kuscheln. Weil bei mir ist Nachmittag jetzt richtig, richtig müde. Ich bin dann wirklich kaputt. Das macht mir so Vorfreude, diese Müdigkeit. Oh mein Gott, ihr könnt belieben. Und übrigens, ja, das habe ich euch gar nicht gesagt, ich habe mir einen Frauenarzttermin gemacht. Und zwar nächsten Montag schon. Oh mein Gott, in einer Woche habe ich schon einen Termin. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mir einen Termin gemacht bei meinem alten Frauenarzt in Wien. Ich habe nämlich einen echt tollen Frauenarzt damals gehabt. Das war zu Michelles Zeiten. Und ja, dann sind wir halt nach Niederösterreich gezogen. Dann habe ich halt ja, hier mal einen probiert, da mal einen probiert. Irgendwie nie Glück gehabt. Es hat geblitzt, oder? Weil ich dachte mir schon so, hat irgendwie geblitzt und jetzt donnert es. Krass. Auf jeden Fall gehe ich jetzt wieder zurück zu dem Frauenarzt, wo ich war, als ich mit Michelle schwanger war. Und während meine Brote dorthin brutzeln, falls ich hinbrutzeln, zeige ich euch schnell, was wir gekauft haben. Nur so eine Kleinigkeit. Der Papa hatte nämlich gar keine T-Shirts mehr, also nicht mehr welche, die ihm gut gepasst haben. Und hat sich da eins von Jack & Jones mitgenommen. Für den Patrick habe ich auch eins mitgenommen. Und zwar mit PlayStation. Ich fand das irgendwie voll cool, deswegen ja. Habe ich den Patte mitgenommen. Dann noch Socken. Das sind so Standards, die bei uns ausgegangen sind. Also Socken für den Patrick, Socken für die Lara, Socken für die Michelle, Socken für den Papa. Ich habe noch Socken und ja, brauchte ich keine. Dann haben wir noch Unterhosen gekauft für Michelle und Lara. Die zeige ich jetzt aber nicht großartig her. Und dann habe ich für mich beim H&M dieses Shirt gekauft. Wie süß. Ich brauche nämlich T-Shirts, die ein bisschen länger sind, weil, ja, ich brauche einfach irgendwas, was ein bisschen über den Bauch geht und das habe ich mir mitgenommen. Ich fand das irgendwie so süß und ich mag so ausgewaschene Shirts. Und dann waren wir noch kurz beim Primark. Dann hat sich der Papa noch ein paar T-Shirts gekauft. Das hier. Und das hier. Und das hier. Ja, früher haben wir Größe S getragen. Jetzt mittlerweile tragen wir alle Größe L. Deswegen, also ich und der Papa,
ist halt so, ne? Man wird halt nicht jünger. Und dann hat er sich auch noch so Schlafshirts mitgenommen in weiß. Oh, und ich habe mir auch ein Shirt genommen, genau. Das steht da drauf. Renewal. Fand ich irgendwie lässig, deswegen habe ich es mitgenommen. Und dann noch ein Schlafshirt für den Papa. Und das war's. Also wir haben so ein paar Basics gebraucht, wie Schlafshirts und Unterhosen für die Kinder, weil ja, irgendwie hat man das schon gemerkt jetzt, in der Zeit, wo halt alles zu war, dass wenn einem gewissen Sachen ausgehen, dass man da jetzt nicht mehr so schnell rankommt. Und ja, weil wir ein bisschen dicker geworden sind, ein paar größere Shirts. Und sonst haben wir nichts gekauft. Ja, meine Brote werde ich jetzt langsam rausholen, bevor die ganz schwarz werden. Oh, das schaut gut aus. Schauen so aus. Mmh, yummy. Von mir kam jetzt nichts mehr. Wir sind eigentlich, ich mit der Luisa, wir sind bis vorhin im Bett gelegen. Jetzt liege ich nur mehr alleine im Bett. Die Luisa ist hier und spielt. Hallo. Ah, wie süß. Bist du süß? Ja. Warte. Heute haben wir ein bisschen so einen faulen Tag. Der Papa ist unten beim Patrick und zockt mit ihm. Und wir haben schon lange nicht mehr so einen Tag off gemacht, so, wo wir halt wirklich nicht wirklich viel arbeiten. Wir haben heute ein bisschen Video geschnitten und ich habe sonst auch gar nichts am Computer gemacht, also keine E-Mails, nichts anderes, keine Buchhaltung, nichts an Planern gearbeitet. Die misst jetzt. Ich habe ihr so eins Kittles gegeben. Und ich schaue nebenbei Better Call Saul. Hilfe. Better Call Saul. Und ich bin heute, wie gesagt, ein bisschen müde. Kann aber auch am Wetter liegen. Ist halt irgendwie so voll windig, voll schön. Dann wieder mega kalt. What is this? Melissa, wie machst du Halsi? Hallo. Ey, du bist ein Süßkeks, oder? Krieg ich ein Pussy? Krieg ich ein Pussy? Was? Ja, da heute nichts mehr Spannendes passieren wird. Okay. Werden wir Tschüss sagen, oder Luisa? Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Morgen wird euch der Papa mitnehmen. Durch seine. Der Papa wird euch morgen mitnehmen. Und seine Morgenroutine zeigen, was er so macht, wenn wir noch alle schlafen. Mein Papa ist ein richtiger Frühaufsteher. Ja, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Tschüss.